Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in dieser Woche am besten Geld verdienen könnt. Ja, zur neuen Eventwoche haben wir jetzt 1,5-fach mehr Geld und RP auf alle Doomsday Heists bekommen. Und ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diese Woche auf jeden Fall den Bogdan-Glitch nochmal auszuprobieren. Ja, dafür braucht ihr dann auf jeden Fall einen Freund. Denn ihr und euer Freund müsst dann einmal das Bogdan-Heist-Finale einmal euch freigespielt haben. Und ja, mit dem Glitch könnt ihr halt das Finale immer und immer und immer wiederholen. Ja, der Host bekommt dann leider kein Geld, das heißt nur der Freund bekommt Geld. Aber das Gute ist, da jetzt die neue Eventwoche ist und wir 1,5-fach Geld und RP bekommen, bekommt unser Freund 2,271 Millionen GTA-Dollar. Und ja, ihr könnt ja zuerst eurem Freund die Mission einmal hosten, danach hostet euer Freund euch die Mission und ja, immer so im Wechsel. Und so könnt ihr euch wirklich sehr, 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 sehr viel Geld verdienen. Und ja, die Mission, die ist überhaupt nicht schwer. Wenn ihr im U-Boot drin seid, benutzt am besten eine Sturmschrotflinte, die eignet sich dazu am besten. Ja, wenn ihr dann die Mission dann soweit abgeschlossen habt und wieder da am Flughafen seid, müsst ihr einfach dann mit der Avenger in den gelben Kreis fliegen. Und sobald die Avenger jetzt im gelben Kreis drin ist, könnt ihr schon mal mit dem Cursor auf Anwendung schließen gehen. Sobald ihr seht, dass euer Charakter aussteigt, einfach das Spiel beenden, das Spiel dann anschließend wieder neu starten, kalibrieren, das heißt L1 und R1 gedrückt lassen, sobald die Bikini-Frau kommt. Ja, wenn ihr jetzt wieder im Open Lobby angekommen seid, begibt euch dann wieder zur Basis. Und dann werdet ihr hinten im Planungsraum sehen, dass ihr den Heist wiederholen könnt. Und ja, so könnt ihr euch wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld diese Woche verdienen. Wie gesagt, macht das am besten mit einem Freund. Wechselt euch da gegenseitig immer ab. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.